Leute und herzlich willkommen zum zweiten Teil meiner Parfumsammlung. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr alle einen guten Start ins neue Jahr hattet. Ich muss sagen, dass es mir so zwei Tage vor Silvester echt nicht so gut ging. Irgendwie war die Stimmung so ganz komisch bei mir, aber ich glaube, das ging mehreren Leuten so. Aber dann an Silvester und am Abend war meine Stimmung richtig gut, weil ich glaube, ich so gar keine Erwartungen irgendwie hatte und dann konnte es nur übertroffen werden. Ich hoffe, dass es für uns alle genauso lehrreich wird wie 2020, aber in vielen Fällen vielleicht ein bisschen freier und besser. Ich hoffe, dass nicht so viele Leute unter dem Coronavirus leiden müssen wie im letzten Jahr. Davon will ich euch auch gar nicht zulabern. Ich glaube, wir haben alle keinen Bock mehr auf das Thema. Jetzt starten wir mit meiner Parfumsammlung. In meinem letzten Video hatte ich eine Verlosung, die ist auch schon beendet, aber nicht traurig sein. In diesem Video gibt es noch eine krassere Verlosung und nicht nur einen Gewinner, sondern direkt drei. Und es ist auch nicht nur irgendein Parfum, sondern es sind drei meiner absoluten Lieblingsparfums. Dazu komme ich dann am Ende, also bleibt auf jeden Fall dran. Und wie ihr wisst, habe ich die Parfums so ein bisschen sortiert und habe angefangen mit denen, die ich am wenigsten trage und arbeite mich hoch zu denen, die ich am meisten trage und die ich am meisten liebe. Ich muss zugeben, jetzt bei diesen hier, bei der zweiten Hälfte, ist es mir super schwer gefallen, weil ich die alle extrem liebe. Aber es gibt schon ein paar, die ich nicht ganz so oft trage und dann ein paar, die ich deutlich häufiger trage. Und ja, bevor ich euch jetzt noch länger zulaber, fange ich jetzt einfach direkt mal an. Den ersten mache ich ganz schnell, weil den gibt es leider nicht in Deutschland, aber ich muss ihn euch unbedingt zeigen, weil er so gut ist. Und so teuer ist er auch nicht. Und zwar ist der von Urban Outfitters. Die Düfte gibt es leider nicht in Deutschland, aber in Amerika bekommt ihr die. Und zwar ist das hier Whisky Noir, die 020. Und das ist ein Eau de Parfum. Und wie der Name schon sagt, Whisky Noir, da ist eine Whisky-Note drin. Also es riecht und hat so ein bisschen diesen Whisky-Vibe. Aber es riecht jetzt nicht, als wenn ihr irgendwie gerade Whisky getrunken hättet. Also da braucht ihr keine Angst haben. Es ist einfach, es gibt ihm nochmal so was ganz Interessantes. Aber insgesamt ist es schon eher ein süßer Duft. Da ist auf jeden Fall, glaube ich, auch Vanille drin. Vielleicht sogar ein bisschen Karamell, bisschen was Holziges und der ist so ganz warm, so ein bisschen, also schon sehr süß und riecht einfach unfassbar lecker. Also, falls ihr den irgendwie bekommt, holt ihn euch. Ich habe dafür auch schon einige Komplimente bekommen. Ah, hier steht sogar, wie teuer der ist. $18 für 30 Milliliter. Finde ich, geht echt klar und der Duft ist wirklich so gut. Dann habe ich hier einmal Cloud von Ariana Grande. Ist, glaube ich, mittlerweile echt bekannt und ja, so sieht es ohne diese Wolke aus. Das ist ein sehr, sehr süßer, cremiger, kokosnussiger Duft. Ja, so würde ich es beschreiben. Riecht ein bisschen auch gourmandmäßig, ein bisschen zum Anbesten. Achso, übrigens, falls meine französische Aussprache in diesem Video nicht euren Ansprüchen entspricht, bitte entschuldigt mich. Ich versuche immer oder ich gucke auch immer, wie es ausgesprochen wird, aber ich habe halt Spanisch gelernt und ich bin super schlecht da drin. Aber fühlt euch frei, mich lieb in den Kommentaren zu korrigieren oder mir zu helfen. Aber bitte basht mich nicht. Ich gebe mein Bestes und ich spreche es nicht extra falsch aus. Auf jeden Fall hat es auch so eine Gourmand-Note. Gourmand-Note. Riecht auch nicht billig oder so. Und dieser Duft wird oft als Dupe empfohlen zu einem sehr, sehr teuren Duft, den auch, glaube ich, viele von euch bestimmt mittlerweile kennen. Und zwar, jetzt kommt der Name, Maison Francis Coeur de Jean. Das ist der Duft Baccarat Rouge 540. Ich habe schon verdrängt, wie teuer dieser Duft ist. Auf jeden Fall sehr, sehr teuer. Und ich muss sagen, die riechen schon sehr ähnlich. Ich finde, es ist kein hundertprozentiges Dupe. Aber falls ihr euch den nicht leisten könnt, holt euch erstmal den hier und ihr habt den gleichen Vibe auf jeden Fall. Der hier hat nicht diese cremige Kokosnuss drin, sondern ist eher, ich finde es immer super schwer, den zu beschreiben. Ich finde, der riecht einfach ein bisschen zuckrig und süß. Aber er riecht jetzt nicht eklig süß, sondern der riecht halt super teuer. Der ist perfekt für irgendwie schicke Anlässe. Ihr riecht den ganzen Tag. Also wenn ihr den morgens auftragt, müsst ihr euch sicher sein, ich will den ganzen Tag danach riechen, weil der bleibt Wochen. Okay, Wochen vielleicht nicht, aber obwohl, doch vielleicht sogar Wochen. Ich glaube, der bleibt Wochen an Klamotten. Von dem her lohnt sich der Preis jetzt vielleicht nicht unbedingt, wenn man jetzt nicht kein Parfümfreak ist, so wie ich, aber man bekommt auf jeden Fall etwas für sein Geld. Dieser Duft wird ja immer ein bisschen beliebter, aber ich habe tatsächlich erst eine Person in Deutschland gerochen, die den auch trägt, und zwar Caro auf einem Event, und dann meinte ich so, ah, du riechst nach Baccarat Rouge. Und man erfüllt wirklich so diesen ganzen Raum, und es ist aber wirklich ein super angenehmer Duft, finde ich. Also, wenn man nicht zu viel aufträgt, auch nicht störend oder so. Und dann waren Marvin und ich für ein Projekt Anfang Dezember ja auf Bali, 2 Wochen. Und in diesen 2 Wochen bzw. 12 Tagen habe ich original 3 Leute getroffen. Ich habe ein Problem mit diesem Finger. Hier geht's. Okay. Ich habe original in 12 Tagen 3 Leute getroffen, die diesen Duft auch getragen haben. 2 davon waren Männer,
Eine war ein Mädel und an beiden Geschlechtern hat es gut gerochen. Also der ist auch unisex, ich dachte aber eigentlich immer eher, dass ich den ein bisschen femininer finde. Aber ich muss sagen, riecht immer gut und wenn man einmal weiß, wie der riecht, dann erkennt man den auch. Dann wird man den immer wieder erkennen. Dann kommt ein sehr besonderer Duft, wie ich finde, und zwar von Le Labo, der ist dann Teil 33. Le Labo ist ja ein Nischendufthaus, würde ich sagen, und die haben eigene Boutiquen. Ich weiß, dass es in Berlin eine gibt, da habe ich diesen Duft auch gekauft oder meine zwei Düfte. Aber müsst ihr einfach mal schauen. Man kann die auch online bestellen, aber es ist auf jeden Fall cooler, in die Boutique zu gehen, weil wenn ihr euch einen Duft ausgesucht habt und euch dann dafür entscheidet, dann wird euer Duft original live vor euren Augen angemischt und es ist super cool dazu zu gucken. Und die drucken dann auch noch den Namen, den ihr hier drauf haben wollt, auf das Etikett und bekleben das dann auch. Also ich finde, es ist auch so ein schönes Erlebnis und ist auch auf jeden Fall ein schönes Geschenk. Und das hier ist eben Santal 33 und wie gesagt, das ist ein Sandelholzduft. Es ist jetzt vielleicht nicht die schmeichelste Beschreibung für den Duft, aber ich finde, es riecht wie so ein ganz teurer Raumduft oder wie eine ganz teure, wie die Lobby von einem ganz teuren Hotel. Also der hat so ein bisschen diesen Vibe, finde ich, weil wenn man das riecht, dann würdest du jetzt nicht denken, oh, das ist ein Parfum für Männer oder das ist ein Parfum für Frauen, sondern es ist, ja, es hat so Raumduft-Vibes einfach. Aber total positiv gemeint, ich trage den sehr, sehr gerne, ich muss aber dafür in der Stimmung sein und der hält auch extrem lang. Süß, der ist aber auch, ja, der ist auf jeden Fall holzig, aber der ist auch nicht super frisch. Aber das ist auch so ein Duft, der macht süchtig, also wenn man da einmal anfängt zu riechen, dann will man immer mehr. Falls ihr jetzt nicht wie Black Opium oder Versace Eros oder so riechen wollt, dann schaut euch den gerne mal an. Dann habe ich von Juliet Hezegan Not a Perfume. Also so heißt es, Not a Perfume. Die Marke heißt Juliet Hezegan und das Parfum heißt Not a Perfume. Und wie der Name schon sagt, ist das kein Parfum im klassischen Sinne, sondern das ist ein Molekülduft und das eine Duftnote drin und die heißt, glaube ich, soweit ich weiß, Ambroxan. Entwickelt sich bei jedem ein bisschen anders. Und solche Düfte werden auch oft genutzt, um die zu layern zum Beispiel, also zu mischen mit anderen Düften, um die langanhaltender zu machen, weil das so eine ganz gute Base sein soll. Oder auch, um einen eigenen Duft zu kreieren quasi. Und man kann gar nicht genau beschreiben, wie das riecht. Das ist so ganz, ein bisschen frisch, ganz, ganz leicht pudrig vielleicht, aber nicht süß, sondern eher einfach ein bisschen holzig, sauber. So. Und ich benutze den aber eigentlich ganz gern einfach, wenn ich so... Oh Gott. Das war keine gute Idee. Wenn ich einfach nicht weiß, was ich tragen soll. Meistens trage ich sowas dann irgendwie zum Schlafen gehen oder abends. Wenn ich einfach das Gefühl habe, ich will irgendwas tragen, aber ich weiß irgendwie nicht genau was. Und ich will auch niemandem mehr auf die Nerven gehen. Und hatte mir auch eine unter das letzte Video geschrieben, ob ich nicht die Personen crediten könnte, durch die ich die Empfehlung bekommen habe. Und das kann ich natürlich sehr gerne machen. Viele meiner Empfehlungen habe ich ganz am Anfang von Jeremy Fragrance bekommen. Und dann habe ich irgendwann angefangen, Demi Rawling zu schauen. Und dann habe ich mich ab und zu immer so durch Videos durchgeklickt, die mir angezeigt wurden. Aber das waren so die beiden Hauptpersonen, durch die ich Empfehlungen bekommen habe. Ich verlinke auf jeden Fall beide Kanäle in der Infobox. Da könnt ihr gerne vorbeischauen. Die haben bestimmt mehr Ahnung als ich. Also schaut da gerne vorbei. Dann ein Duft, den ich relativ neu habe, der sich aber jetzt auf jeden Fall weiter nach oben durchkämpft. Und zwar ist es von Chloé Delleu. Also das ist Chloé Delleu. Das ist ein Eau de Toilette. Ey, jetzt immer, wenn französische Wörter kommen, macht mein Gehirn komische Dinge. Jetzt habe ich immer das Gefühl, ich spreche alles falsch aus. Mache ich wahrscheinlich auch. Ich fand diesen hier richtig schön, weil ich habe eigentlich nach einem Geschenk für meine Schwester gesucht. Und dann bin ich hier auf den gestoßen und dann habe ich festgestellt, dass ich den selbst super gerne trage und habe ihn mir dann auch gekauft. Und das ist im Prinzip einfach ein super frischer, blumiger, leichter Duft. Hat auf jeden Fall Rose drin, also ich glaube alle Chloé-Düfte haben Rose drin und es ist sehr, sehr angenehm und es riecht ganz, ganz leicht. Und bei mir ist es so, ich mag entweder die frischen Düfte, die einfach ganz easygoing sind, ganz leicht, unkompliziert, die müssen auch nicht komplex sein, die müssen nichts Außergewöhnliches sein, die können auch ruhig ein bisschen langweilig sein. Oder ich mag halt Düfte, die schwer sind, vanillig sind, würzig sind. Also bei mir gibt es so diese zwei Richtung, die ich mag. Es kommt ein weiterer frischer Duft und zwar der Zen von Shiseido. Und zwar ist das gar kein Duft oder ein Playmobil. Hey! Ich finde diesen Flakon so lustig. Naja, nicht so praktisch zum Verreisen und ist auch echt, also das ist, wenn euch jemand doof kommt, dann wisst ihr Bescheid, ne? Wiegt auch gefühlt 500 Gramm. Aber der Duft
ist hingegen sehr, sehr leicht und zitrisch auf jeden Fall und frisch und macht irgendwie gute Laune. Da ist, glaube ich, auch was Holziges drin, aber so perfekt für den Sommer für heiße Tage. In dem Zusammenhang zeige ich euch den Coco Mademoiselle von Chanel auch mal, weil die oft verglichen werden. Und ich muss sagen, die riechen schon ähnlich. Also die riechen jetzt nicht gleich, aber gehen in eine ähnliche Richtung. Und ich glaube, der hier hat noch ein bisschen mehr Patchouli drin. Das ist auch mal so geil, wenn man so Parfum-Videos guckt, dann sagen die Leute, ah, das riecht nach Moschus oder das riecht nach Patchouli oder nach Amber. Aber man, also, woher soll ich wissen, wie das riecht? Aber wenn man schon an vielen Parfums gerochen hat und sich dann die Duftnoten anguckt, dann finde ich, lernt man Duftnoten zu erkennen und dann weiß man auch, ah, okay, so riecht das und so riecht das. Und das ist halt das Spannende, finde ich auch, wenn man seine Nase auch ein bisschen trainiert. Und ich meine, ich rieche hier ein bisschen mehr Patchouli raus. Aber ja, ist auch, ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr Coco Mademoiselle, ist auch ein easygoing, eleganter, femininer, frischer, spritziger Duft, der irgendwie immer geht. Also dieser hier, ich habe den ja auch in einer kleinen, im Kleinfall vorgekauft. Und der ist immer in meinem, aber ich habe so ein kleines, ja, Etui, wo, was ist da eigentlich alles drin? Das ist alles drin, also da ist alles drin, was ich so brauche, wenn ich unterwegs bin. Blotting Paper, die ich nie benutze. Zahnpasta, noch eine Zahnpasta, ein neuer Pot für meine Air-Up-Flasche, Zopfgummis, eine Mini-Mascara, also all das, was man so braucht, Tampons. Und ich habe natürlich auch immer ein Parfum mit dabei und das, was immer da drin ist, ist dieses hier eben, weil ich schon so viele Situationen hatte, wo ich unterwegs war und ich wollte mir einen Duft auftragen und dann war halt der da und der hat immer gepasst. Jetzt kommen wir zu einem Duft, der mir zugesendet wurde, der ganz lange bei mir rumstand und mit dem ich erst so ein bisschen warm werden musste und den ich dann lieben gelernt habe. Und zwar Yves Saint Laurent Libre. Das ist ein relativ neuer Duft. Ich glaube, der wurde 2019 released, wenn ich mich nicht täusche. Ich finde nämlich, das ist auch ein perfekter Duft für jeden Tag, aber der ist so richtig Boss-Bitch-mäßig, finde ich. Hat trotzdem eine Eleganz und eine Sexiness mit drin. Da ist Lavendel drin und Vanille, aber das hat so eine gewisse Schärfe, so eine Kühle, finde ich. Also falls ihr einen neuen Duft sucht, dann schaut euch den gerne mal an. Aber der wird immer und immer beliebter. Deswegen könnt ihr euch als Alternative auch den Libre Intense anschauen. Den habe ich mir selbst gekauft, weil ich habe den entdeckt in der Parfümerie und habe mich sofort in den verliebt. Ich bin ja eh so ein, ich bin so ein richtiger Fan von, das war ja auch im letzten Video, hatte ich Alien und dann hatte ich diesen Alien Absolut, der die Vanille-Version quasi davon war oder die wärmere Version. Aber das ist genau hier auch der Fall. Das ist quasi einfach die etwas lieblichere, wärmere, kuscheligere Version von dem hier. Ich finde, das ist der perfekte Duft auch für Büro oder für schickere Angelegenheiten, die tagsüber auch sind. Und das hier, finde ich, kann man dann voll gut abends tragen. Man kann den auch zu Hause tragen, aber für mich ist es eher so ein Ausgehduft. Oh, der riecht so gut. Der ist auf jeden Fall ein bisschen süßer, ein bisschen wärmer. Da ist wahrscheinlich auch noch irgendwie Tonkabohne mit drin und riecht so gut. Und bei den beiden Düften, also bei beiden, habe ich jedes Mal, wenn ich den getragen habe, ein Kompliment bekommen. Und jetzt kommt's, Leute, Marvins Mutter, die hat, ich, also soweit ich weiß, trägt sie schon ihr ganzes Leben lang einen einzigen Duft, irgendeinen von Joop. Und neulich war ich wirklich nur für 5 Minuten da, um was abzuholen. Und dann hat sie den an mir gerochen und sie hat sich den, nicht mal eine halbe Stunde später, als ich zurück war zu Hause, hatte sie sich den schon bestellt. Also der ist wirklich, ja, kommt sehr, sehr gut an bei den Leuten und ja, riecht einfach gut, was soll ich sagen. Aber ich mach mal weiter mit einem, den ich leider dieses Jahr nicht viel getragen habe, dafür aber letzten Winter. Und zwar von Atelier Oblique, der Saint. Und den habe ich in einer Boutique entdeckt in Berlin, beziehungsweise in dem Laden Atelier Oblique. Ich wollte eigentlich essen gehen und bin dann dran vorbeigelaufen. Bin halt rein, habe den aufgesprüht. Eine Stunde später habe ich ihn gekauft. Also ist noch eine relativ unbekannte und sehr kleine Marke. Und das finde ich eigentlich voll cool, wenn man so Sachen für sich entdeckt, die noch nicht jeder hat. Wow, dieser Duft ist das, wovon ich gerade gesprochen habe. Es ist das genaue Gegenteil von diesem Duft. Der ist viel schwerer, der ist sehr würzig. Der hat, oh, der riecht, als wenn er irgendwie so Pfeffer oder irgendwas im Opening hat. Und ich glaube, der hat Bergamotte drin. Auf jeden Fall so was leicht Scharfes, Spritziges. Aber dann wird er so ganz warm, trotzdem irgendwie würzig, aromatisch. Da sind holzige Noten drin. Es riecht auch ein bisschen so, als ob da irgendwie Raucharomen drin sind. Also jetzt nicht, als ob ihr geraucht hättet, aber so ein bisschen was Rauchiges halt. Ich habe mich so in diesen Duft verliebt letzten Winter und ich habe den dann auch
sehr, sehr oft getragen und wirklich ungelogen. Ich hatte das, glaube ich, innerhalb so kurzer Zeit noch bei gar keinem Duft, aber immer wenn ich den drauf hatte, haben wir irgendjemand ein Kompliment gegeben. Diesen Winter habe ich den aber komischerweise gar nicht getragen, weil für mich ist es, glaube ich, auch eher ein Duft, den ich draußen gern trage. Und das war ja jetzt leider die letzten Monate und so nicht so der Fall. Das ist der Atelier Oblique Saint. Kommen wir zum nächsten Duft und der ist meiner Meinung nach auch perfekt für jeden Tag geeignet. Und zwar ist das von Bottega Veneta, der Bottega Veneta. Ich meine, dass es deren erster Release war. Und der Duft hat passend zur Marke eine Ledernote mit drin. Und ich finde, das macht ihn so besonders, weil das eben kein schwerer, ledriger, holziger Duft ist, sondern der ist frisch und ledrig. Also der hat zitrische Noten drin und hat dadurch was halt ganz Leichtes, aber bekommt was total Interessantes durch diese Ledernote und ist ein richtig cooler Alltagsduft, der eben auch nicht wie jeder Standard-Damenduft riecht. Ich mache weiter mit einem sehr leichten Duft und zwar von Rituals, der Fleurs de Himalaya. Das ist, glaube ich, ein Eau de Parfum. Trotzdem müsst ihr wissen, falls ihr euch den kauft, der hält jetzt nicht lang. Also für mich ist das eher so ein Erfrischungsspray für zwischendurch, aber perfekt für heiße Tage. Ich habe das... Ist man eigentlich betrunken irgendwann, wenn man immer so viel Düfte einatmet durch den Mund? Naja, den hier habe ich im Sommer so oft getragen, weil das einfach der perfekte, leichte, zwischendurch Erfrischungsduft ist. Ich zeige ja schon den Namen, da sind florale Noten mit drin, ich glaube auf jeden Fall Rose, aber der trotzdem was leicht Mineralisches, also so ein bisschen so eine holzige oder salzige Note, einfach irgendwas, was das Ganze so ein bisschen abrundet. Perfekt, wenn ihr irgendwas Unaufdringliches haben wollt, vielleicht auch, wenn ihr gar keine Parfums habt und euch rantasten wollt, dann finde ich, ist der hier echt sehr, sehr gut dafür geeignet. Und ich habe den natürlich auch einmal in der kleinen Größe. Ich finde die so süß. Und den hier habe ich immer im Auto. Jetzt kommt auch ein wunderschöner Duft und zwar ebenfalls von Le Labo. Und das hier ist Tonka 25. Und übrigens steht die Zahl im Namen für die Anzahl der Inhaltsstoffe, die in einem Duft sind. Das wurde mir so gesagt. Ich liebe ihn so sehr. Ich finde ihn auch ähnlich wie beim Santal 33, den ich euch am Anfang gezeigt habe. Ich finde ihn schwer, so in Worte zu fassen, weil die alle so was ganz Eigenes und Besonderes haben. Aber der ist ebenfalls, der ist nicht super maskulin, der ist aber auch nicht süß und feminin, sondern der ist halt genau richtig unisex, finde ich. Und hat was leicht Frisches, hat auch ein bisschen was Zitrisches, glaube ich, mit drin. Also so eine gewisse Leichtigkeit. Ja, einfach etwas, was den Duft so ein bisschen abholt und nochmal ausgleicht. Und dann hat man eben noch diese Tonkabohne, die das Ganze so schön tief macht und trotzdem ist es kein schwerer Duft, finde ich. Also trotzdem, finde ich, kann man den tagsüber gut tragen. Jetzt kommt auch ein wunderschöner Duft und zwar ebenfalls von Maison Francis Courtijan. Oh, ich sage einfach MFK, weil sonst blamiere ich mich nur. Und zwar ist das Gentle Fluidity und zwar die goldene Version. Davon gibt es eine silberne Version und die goldene und ich finde, die goldene ist auf jeden Fall femininer und der riecht so gut. Der riecht einfach so gut. Ich weiß nicht, was da gemacht wurde, aber das ist auch ein richtig süchtig machender Duft. Und ich weiß noch, ich hatte, glaube ich, im KDW ein Geschenk gesucht. Und dann hatte mir die Dame den hier auf den Papierstreifen aufgesprüht. Und ich hatte den dann im Auto liegen. Und ich habe die ganze Fahrt, das waren irgendwie 5 Stunden Fahrt, ich habe die ganze Fahrt über an diesem Papierstreifen gerochen. Weil der sowas Besonderes hat und ich habe sowas davor noch nie gerochen. Also ich habe mal die Noten angeschaut und da ist unter anderem Vanille drin, Amber, Moschus und holzige Noten. Ich finde, der riecht so vollkommen. Ich kann es gar nicht beschreiben, aber Gold, die Farbe passt auf jeden Fall. Für mich riecht es wie flüssiges Gold. Und wo würde ich den tragen? Für mich passt der eigentlich immer. Ich finde schon, dass der elegant riecht. Trotzdem passt der für mich in den Alltag. Der passt für mich auch auf die Couch. Und der passt aber auch genauso gut auf eine schicke Abendveranstaltung. Kommen wir zu einem weiteren Easy-Going-Duft. Und zwar ist das Miss Dior Blooming Bouquet. Das ist auch ein Eau de Toilette. Und ich muss sagen, falls ihr euch den holen wollt, dann guckt, dass ihr irgendwie ein Angebot findet. Weil ich finde, der Duft ist für das, was er ist, schon sehr teuer. Und zwar ist es im Prinzip auch einfach ein gut riechender, blumiger, frischer Duft. Der ist nicht ganz so frisch wie der von Rituals, den ich euch gezeigt habe, oder der von Chloé. Der von Chloé ist deutlich rosiger und pudriger. Und der hier ist so ganz abgerundet, sanft, blumig und muss aber sagen, ich bin trotzdem froh, dass ich ihn habe, weil ich den so, also ich trage den auch, ob es jetzt warm oder kalt draußen ist, ich trage den immer, wenn ich einfach mich frisch fühlen möchte. Super gerne meistens nach dem Duschen und auch gerne zu Hause. Damit gehst du auch niemandem auf die Nerven.
Ich mache weiter mit einem Sommerduft. Puh, Leute, schaut euch das mal an. Seht ihr das? Ich hoffe, man kann es irgendwie erkennen. Da sind einfach Goldpartikel drin und das ist einfach der magischste Duft. Der ist von Martin Mikalev und heißt Ilanga Gold und das ist einfach einer der schönsten Düfte, die man im Sommer, glaube ich, tragen kann. Der Name sagt es schon, Ilang, also da sind florale Noten drin, halt so ein bisschen tropischer. Der hat trotzdem irgendwie auch was Cremiges und Weiches, also der ist nicht frisch sommerlich, passt aber perfekt in den Sommer, aber ist nicht frisch sommerlich, sondern so süß, weich, sommerlich. Nochmal weiter mit einem, den ich bestimmt öfter tragen würde, wenn sich dazu Gelegenheiten bieten würden, und zwar von MFK, der Grand Soir. Das hier ist einer meiner absoluten Lieblingsdüfte. Das ist ein Amberduft, der hat auch was Würziges, glaube ich, irgendwie Vanille oder Tonkabohne mit drin, also irgendwas, was so ein bisschen lecker und weich und warm riecht. Ich kann euch keine Düfte beschreiben. Das ist ein würziger Amberduft, der ganz warm riecht, ganz einladend, aromatisch. Der ist unisex und ich liebe das, dass er nicht zu süß ist, der ist aber auch nicht zu maskulin. Duftnotenzusammensetzung ist so unheimlich schön, also wenn ihr da irgendwie drin riechen könnt, dann macht das unbedingt. Und falls euch der zu teuer ist, dann schaut euch gerne mal den hier an. Der ist jetzt auch nicht ganz günstig, aber die haben einen ähnlichen Vibe. Haben beide sowas Würziges, Einlandes, wobei dieser hier noch deutlich weicher und wärmer ist. Aber was auch dafür spricht, dass die sich ähnlich riechen, ist, dass ich den, als ich meine Family einmal besucht hatte, drauf hatte. Und den hier habe ich auch direkt, nachdem ich ihn gekauft habe, auch meinem Stiefvater gekauft, weil ich den einfach so toll fand. Und als ich den dann drauf hatte, dachte er, dass es dieser hier ist. Also die gehen schon in eine ähnliche Richtung und für Außenstehende ist es jetzt vielleicht nicht so offensichtlich erkennbar, welcher jetzt welcher ist. Meine Schwester meinte dann, hier riecht so gut nach Shanti oder das riecht so gut nach dir. In ihrer Gegenwart hatte ich den davon noch nicht auf, aber ich glaube eben, dass sie so darauf angespielt hat oder dass das ihre Erinnerung geweckt hat. Das ist das schönste Kompliment, wenn jemand sagt, das riecht wie du. Jetzt wird es mit der Reihenfolge hier schon ein bisschen kritisch. Ich kann mich gar nicht entscheiden. Ich mache weiter mit einem, den ich am liebsten an erster Stelle zeigen würde. Aber ich habe den einfach dieses Jahr... Okay, ich muss sagen, ich habe ihn erst zweimal getragen dieses Jahr. Aber er ist trotzdem so weit oben, weil ich kann den nicht weiter unten ranken. Weil das ist einfach ein wunderschöner. Das ist einer der schönsten Düfte. Und zwar ist es von Guerlain, der Tonka Imperial. Der ist so schön. Der ist so schön. Also... Für mich riecht er einfach nach Weihnachten. Ich hatte den auch an Weihnachten drauf. Da ist eben Tonka mit drin. Ich glaube, da ist sogar Lebkuchen, Honig, Vanille und Bittermandel mit drin. Und das Ganze macht es halt zu so einem richtigen weihnachtlichen Festmahlduft. Also im Sinne von Plätzchen und Leckereien essen. Der ist aber auf gar keinen Fall irgendwie zu süß, sondern ist genau richtig. Der ist perfekt. Das ist einfach ein perfekt abgestimmter Duft in allen Aspekten und... Ja, ich liebe ihn einfach. Aber dafür geht es jetzt mit einem weiter, den ich jetzt wieder immer mehr und mehr trage. Und zwar habe ich den in meinem ersten Parfum-Video gezeigt von Narciso Rodriguez, der Narciso Poudre. Mich erinnert der an ein ganz weiches, wohliges, kuscheliges Bett. Wenn ich den bei irgendwem riechen würde, ich würde immer so näher kommen wollen, mich so einkuscheln wollen bei der Person. Das ist für mich so ein richtiger kuscheliger Duft. Da ist Moschus drin, da ist, glaube ich, auch Vanille drin. Weiter geht es auch mit einem Duft, den ich diesen Herbst für mich entdeckt habe. Und zwar ist es Montal Chocolate Greedy. Den habe ich an einer Frau gerochen und habe sie dann direkt gefragt, welcher Duft das ist. Und dann hat sie es mir verraten und ich habe mir den dann instant auch bestellt. Und seit der bei mir eingetroffen ist, habe ich den, glaube ich, fast einen Monat am Stück auch immer getragen. Und auch wenn man es vielleicht mit den MFK-Duften nicht machen sollte, weil die schon perfekt sind, so wie sie sind, also diese hier auf jeden Fall. Ich habe trotzdem Grand Soir und diesen hier gemischt, weil, wie man schon am Namen hören kann, das ist ein Schokoduft. Also es ist, der hat wirklich so eine pudrige Kakaonote mit drin und der hat total an Backen und heiße Schokolade und also der ist schon süß, aber ich finde, der ist trotzdem voll angenehm, wenn man den an anderen riecht. Deswegen finde ich den mega, mega schön, aber wie gesagt, ich mag ja auch dieses ein bisschen aromatischere, würzigere, nicht ganz so süße und dann habe ich die manchmal gemischt. Weil dann ist der hier einfach noch ein bisschen schokoladiger, süßer geworden. Und der hier wurde ein bisschen interessanter gemacht durch diesen Duft. Ich wusste am Anfang auch nicht so, was ich von dem Flakon halten soll. Aber mittlerweile finde ich ihn eigentlich ganz cool, weil wenn man reist, ist der halt mega praktisch. Der ist, glaube ich, aus Aluminium. Ist halt super leicht und der kann halt auch nicht kaputt gehen. Also andere Flakons können ja einfach zerbersten, wenn die runterfallen. Und der hier, glaube ich, da passiert nichts, außer dass der vielleicht eine Delle bekommt. Dann mache ich hier zwei Düfte zusammen. Und zwar sind die auch von Guerlain. Mon Guerlain von Guerlain. Das ist auch ein Lavendel-Vanilleduft. Würde man ja erst denken, ha, das ist doch bei Libre auch so. Aber der hier ist ganz anders. Also der ist im Gegensatz zu dem Libre weich und wohlig
und einladend und ein bisschen pudriger und viel, viel süßer. Hat durch den Lavendel aber was ganz Aromatisches. Und diesen originalen von Mongola, also den ganz normalen, den trage ich nicht so oft, muss ich sagen, in Deutschland. Aber ich glaube aus dem Grund, weil ich den unterbewusst immer so ein bisschen mehr mit Reisen verbinden möchte. Also Marvin und ich fahren ja gerne nach Südfrankreich und das ist dann immer die Zeit, wo ich diesen Duft trage, weil ich glaube durch den Lavendel, finde ich, passt es immer so gut nach Frankreich. Und dann habe ich eben noch die Intense-Version, die trage ich sehr gerne jetzt gerade auch in Deutschland. Und der ist einfach im Gegensatz zu dem normalen tiefer. Das ist der leichte Mongola und das ist der, der ein bisschen tiefer ist, noch vanilliger und ein bisschen schwerer. Und ich liebe es für kalte Wintertage. Jetzt kommt ein Duft, den ich auch marathonmäßig getragen habe, nachdem ich ihn erhalten habe. Und zwar Hypnotic Poison von Dior, das Eau de Toilette. Und den hat meine Tante früher immer getragen und ich fand den damals schon immer toll. Also das ist auch ein Duft, da will man immer mehr von riechen. Also der Name passt echt gut. Und da ist auch, glaube ich, Bittermandel mit drin. Also hat sowas nicht marzipanmäßiges, aber vielleicht so ganz, ganz leicht. Und Vanille ist drin, Moschus glaube ich auch. Der passt perfekt in den Winter, der passt aber auch abends. Für so Abendveranstaltungen finde ich perfekt und ist natürlich ein sehr, sehr bekannter Duft. Trotzdem finde ich, ist er so, oh, der riecht einfach so gut. Kommen wir zu einem weiteren Sommerduft und den würde ich vielleicht gar nicht so weit oben ranken, im Gegensatz zu ein paar anderen Düften, die ich gerade gezeigt habe. Aber ich habe den einfach so oft dieses Jahr getragen, dass ich ihn euch jetzt an dieser Stelle zeige. Und zwar ist es von Dolce & Gabbana Light Blue. Wer Light Blue kennt, weiß, wie die Düfte riechen. Also ich kenne auch nur die Intense-Version, die normale habe ich noch nie, wenn dann nur früher mal gerochen, aber jetzt nicht in letzter Zeit. Und es ist einfach ein ganz frischer, zitrischer, cremiger Sommerduft. Ja, müsst ihr mal dran riechen, der riecht echt richtig, richtig, richtig gut. Dann haben wir einen Duft, den ich euch im Winter 2019 das erste Mal gezeigt habe, und zwar von Kayali, der Vanilla 28. Und ich weiß noch ganz genau, wie ich den entdeckt habe, und zwar im Kaufhof, als ich mir den Bright Crystal von Versace gekauft habe, stand ich schon an der Kasse, wollte bezahlen, dann gucke ich so nach links und dann gibt es ja so eine Sephora-Abteilung und dann stand da dieser Aufsteller von den neuen Parfums. Habe mich sofort in den verliebt und habe den dann auch direkt mitgenommen. Schaut euch jetzt mal den Sprüher an. Wow. Der riecht für mich einfach nach Bourbon-Vanillezucker. Cremiger Bourbon-Vanillezucker, wenn man das sich irgendwie vorstellen kann. Kommen wir zu einem Duft, der vielleicht auch aus emotionalen Gründen jetzt so weit oben ist. Und zwar ist es auch von Dolce & Gabbana, die Nummer 3, L'Imperatrice. Diesen Duft benutze ich, seitdem ich 13 bin. Ich habe mir den, glaube ich, schon 5-mal nachgekauft oder so. Und aus dieser Reihe gab es mal ganz viele von Dolce & Gabbana. Und das ist der einzige, der überlebt hat, weil das auch einfach der beste Duft ist. Das ist der schönste Sommerduft. Oh, der weckt auch so viele Erinnerungen. Ich will den eigentlich auch immer gar nicht so viel tragen, weil der mich so sehr an Sommer 2013 erinnert. Das ist einfach so ein schöner Duft. Der ist sehr fruchtig, ganz leicht, spritzig, frisch. Also nicht spritzig im Sinne von zitrisch, das nicht unbedingt, aber so super unbeschwert und macht einfach super gute Laune. Und den habe ich übrigens auch meiner Schwester geschenkt und sie mag ihn auch sehr gern. Wir sind bei der Top 2 angelangt. Ich kann mich sehr schwer entscheiden, welchen ich euch zuerst zeigen soll, aber ich fange mal mit diesem hier an. Und zwar ist es von Chanel der Chance Eau Tendre. Ich habe das Eau de Toilette und das war für mich diesen Sommer, also ich habe den Anfang des Jahres gekauft und das war einfach mein Go-To-Duft. Ich sage so oft frisch und leicht und zitrisch, aber der hat eben auch so dieses ganz leichte, aber der ist eben auch einfach frisch. Hat trotzdem so ein bisschen was Florales, glaube ich, mit drin. Auch ein paar holzige Noten. Und was ich bei dem so mag, ist, dass der nicht übermäßig zitrisch riecht oder übermäßig floral, sondern die Komposition ist einfach so gut hier drin. Und das ist auch der perfekte Duft, den man immer tragen kann. Immer, wenn man nicht weiß, was man tragen will. Wenn man einfach nur frisch und gut riechen möchte, dann nehme ich den hier. Und ja, mit dem kann man, glaube ich, nichts falsch machen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand sagt, nee, der geht gar nicht. Also es geht einfach nicht, ich kann es mir nicht vorstellen. Kommen wir zum letzten Duft und auch zu meiner Nummer 1. Und das ist einer, den ich mir immer wieder nachkaufen werde, den ich zugegebenermaßen 2020 nicht ganz so häufig getragen habe. Aber der einfach so besonders und so wunderschön ist, dass ich ihn einfach immer noch auf der 1 behalten muss. Und zwar ist es von Parfums de Mali, die Delina Exclusive. Es gibt auch die normale Delina, ich hatte damals aber aus Versehen die Delina Exclusive geholt. Aber da bin ich gar nicht böse drum, weil ich den mindestens genauso gut finde. Der ist auch sehr fruchtig, finde ich. Aber nicht leicht fruchtig, sondern der hat eine gewisse Tiefe auch mit drin. Ich glaube, da ist auch was Rauchiges mit drin, was eben dem Ganzen nochmal so was leicht Aromatisches gibt, was ich ja auch so gern mag.
aber wirklich nur so ganz leicht. Der hat auch was Cremiges und eben was Fruchtiges, weil da ist Litschi und Rhabarber drin. So besonders finde ich, der hält auch jahrelang auf eurer Haut. Also okay, jetzt nicht Jahre, aber der hält schon sehr, sehr lang. Das ist so ein wunderschöner, extrem femininer Damenduft, der aber auch nicht zu süß ist, nicht zu frisch ist. Ich liebe ihn einfach. Ich habe es nicht mal ansatzweise wahrscheinlich geschafft, den so zu beschreiben, dass ihr euch irgendwie auch nur im geringsten vorstellen könnt, wie gut der Duft riecht. Aber da kommen wir auch schon zum nächsten Punkt. Wir sind jetzt erstmal durch mit allen Düften und ich habe ja noch eine Verlosung versprochen. Und zwar wollte ich unbedingt drei meiner absoluten Lieblingsparfums an euch verlosen. Und ja, drei Leute können gewinnen. Eine Person kann den Mon Guerlain von Guerlain gewinnen. Also ein warm, wohliger, pudriger, weicher, süßer Vanille-Lavendel-Duft. Ich finde schon, dass er jung ist, aber ich finde, der ist nicht jugendlich. Also mit 14 hätte ich den wahrscheinlich noch nicht getragen. Nur damit ihr Bescheid wisst, wie ich das so alterlich für mich eingeordnet hätte. Dann könnt ihr den Chanel Chance Eau Tendre gewinnen. Wie gesagt, ein Duft, der immer geht. Jung, alt, ganz egal, Tag, Nacht. Der passt irgendwie immer und ja, den wollte ich auch unbedingt an euch verlosen. Und natürlich die Delina. Ich habe mich dafür entschieden, euch die normale Delina zu verlosen, weil ich glaube, dass die vielleicht noch ein bisschen gefälliger ist und ein bisschen mehr easygoing. Die riechen sehr, sehr ähnlich. Die hier ist vielleicht noch ein bisschen schwerer und ich glaube, die normale Delina ist noch besser für den Alltag einfach geeignet. Und kleine Randnotiz, ich kann euch die Düfte leider noch nicht zeigen, weil sie noch in der Bestellung sind. Die kommen aber in 2 Tagen bei mir an und dann zeige ich sie euch in meiner Instagram-Story. Dann seht ihr auch, dass ich euch nicht verarsche. Also, die sind auf jeden Fall unterwegs. Und wie ihr teilnehmen könnt, steht natürlich wie immer in der Infobox. Aber ihr solltet natürlich Abonnent meines Kanals sein. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Und dann schreibt gerne einen Kommentar. Schreibt irgendwas zum Video, was euch einfällt. Egal, irgendwas, was euch einfällt, was für Gedanken ihr während des Videos hattet. Und dann solltet ihr natürlich noch dazu schreiben, welchen dieser 3 Düfte ihr gerne gewinnen würdet. Und das ist alles, was ihr machen müsst, um teilzunehmen. Ich hoffe sehr, dass ihr euch freut. Und ich habe total große Lust, immer oder immer mal wieder, wenn ich jetzt mehr Parfümvideos mache, sofern da Interesse besteht, dass ich ein Parfum von denen, die ich euch zeige, an euch verlose. Weil erstens ist es eine schöne Möglichkeit, euch etwas zurückzugeben und zweitens weiß ich, dass nicht jeder sich Parfums leisten kann und ja, dann ist es vielleicht eine coole Möglichkeit, dass ihr trotzdem welche ausprobieren könnt und für euch entdecken könnt. Das Video ist bestimmt ewig lang geworden, deswegen will ich es gar nicht länger halten und verabschiede mich einfach. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.